Stand besteht eigentlich daraus, dass wir zwei große Bereiche haben. Der eine Bereich ist der Bereich, wo die Referenten auftreten. Jede Stunde spricht ein anderer Professor oder eine andere Professorin aus der TU über ihr Forschungsgebiet, also tatsächlich ihre Forschung, und hat die aber so, oder derjenige hat die so aufgearbeitet, dass die eben für das Publikum verständlich wird. Und im anderen Bereich ist das Rahmenprogramm, so nennen wir das, da sind eben Attraktionen für Groß und Klein. Man kann zum Beispiel eben unser großes begehbares Gehirn betrachten, was durch einen Studenten einem erklärt wird. Man kann Kleiderbügelgeometrie machen, wie man hinter mir sieht, indem man Kleiderbügel selber zusammenfaltet. Man hat die Möglichkeit, mit einem Fahrrad und einer virtuellen Realitätsbrille durch die Altstadt von München zu fahren oder auch eben zum Beispiel chirurgisches Nähen auszuprobieren an Bananen. Aber das ist sicher eine einmalige Sache, dass sozusagen die Wissenschaft sich auf die Straße geht, sich vor die Haustür stellt und sagt: Hallo Leute, das ist es, so sind wir, das machen wir. Ich denke, wir sollten sowas öfter machen. Ich halte es für sehr wichtig, die Öffentlichkeit über unsere Forschung und die Auswirkungen auf die Gesellschaft zu informieren. Also das Feedback ist eigentlich durchweg positiv von den Leuten, die stehen bleiben. Natürlich muss man ehrlicherweise sagen, ist die Möglichkeit auch gegeben, dass natürlich die Leute, die wir genau eigentlich hiermit erreichen wollen, an unserem Stand vorbeilaufen. Deswegen haben wir auch eine Möglichkeit der Evaluierung uns überlegt, wo wir verschiedene soziodemografische Daten abfragen, um eben zu schauen, was waren denn jetzt für Personen an unserem Stand und hat sich denn diese Mühe gelohnt, irgendwo hinzugehen, wo die Leute einfach nicht damit rechnen, auf Wissenschaft zu treffen.